20. Januar 2023. Das ist die innovativste Erfindung, die man sich vorstellen kann. Das ist ein Luftwärmetauscher, der warmes Wasser macht. Und das ist unglaublich. Das ist eine Dieselheizung. Das kann egal welche sein. Das kann eine Autotherm sein, kann wahrscheinlich eine Webasto sein, kann eine Eberspächer sein. Und das ist ein kleiner Kasten. Und da haben mich viele schon gefragt, naja, mit dem, ich sag mal, Styropor und so weiter, klappt das denn auch ganz gut? Hier ist der Jared, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo zusammen. Ja, und das ist ein ganz innovatives Produkt. Die Leute raffen eigentlich relativ schnell, was es sein soll, oder? Ja, schon. Du nicht? Ich nicht. Nee. Okay, kleine Ausnahme also. Ja. Nein, es ist tatsächlich ein Boiler. Es ist ein Boiler? Ein Boiler, mit dem letztlich Wasser erwärmt wird. Was ist denn da drin am Volumen? Es gibt verschiedene Varianten. Den wir hier sehen, das ist eine 6-Liter-Variante. 6 Liter, wie warm wird denn das Wasser da drin ungefähr? Heizt auf ca. 75 Grad auf. Nochmal bitte? 75. Echt? 75, wirklich. Okay, das heißt, ich muss es mischen. Es wird denn so warm und wie lange hält das dann? Was denkst du? Ja gut, 75 Grad, klar musst du mischen, damit verbrennen wir uns. Regulieren wir oder mischen wir mit kaltem Wasser, Faustformel, ca. mal 3. Nochmal, du kannst da 25 Liter warmes Wasser rausholen, wenn du, und dann ist ja noch, ja, so... 3 mal 6 sind natürlich 18. Schade. Ich wollte mal, ist das jetzt die größte Variante, die du hast? Nee, weil größte Variante wäre die 10 Liter Variante. Die 10 Liter, also es funktioniert eigentlich total simpel. Wie funktioniert es denn? Ist das ein Geheimnis, weil man kann ja auch aufmachen. Habt ihr eins hier zum Aufmachen? Leider nicht, zum Aufmachen nicht. Ich kann verraten, die Luft strömt ganz normal. Egal von welcher Heizung sozusagen erzeugt, durch den Boiler. Ein Bypass? Genau, können wir dann entscheiden. Durch den Boiler durch. Wir haben zusätzlich hier diese Variante mit einem Heizstab. Das Ganze gibt es auch noch mit 2 Heizstäben. Ach so, falls es mal nicht langt dann, oder das Ding aus ist im, genau, im Sommer. Genau. Im Sommer, hast du gerade schon richtig gesagt, haben wir die Standheizung nicht an. Das heißt, wir können immer noch per Strom sozusagen dann unseren Boiler betreiben. Ich habe natürlich ein hohes Interesse daran, weil ich habe eine Aufsetzkabine aus der Türkei. Da ist eine Ebersbecher drin, ich habe kein warmes Wasser. Das wäre die Lösung, oder? Wäre eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Die Dauer, wie lange dauert das, bis es richtig warm wird? Hängt immer so ein bisschen davon ab, was wir jetzt für ein Modell haben, für einen Boiler, was sind die Temperaturen, circa, sage ich jetzt mal, zwischen 30 und einer Stunde. Nochmal, ich wache morgens auf, die Heizung lief über Nacht, dann habe ich warmes Wasser. Kann ich das auch auf halb stellen, dass ich sage halb-halb? Was meinst du jetzt genau mit halb-halb? Also zum Beispiel, da ist jetzt ein Luftausgang, das kommt ja hier raus. Die Luft hier wird ja ein bisschen abkühlen, wenn das heiß ist, wird hier wieder warme Luft rauskommen, richtig? Genau, korrekt. So, das heißt, ich kann es komplett durch einen Luftschlauch einfach durchschleusen, oder? Wäre möglich. Wäre möglich. Halb-halb heißt, ich lasse das hier halb offen, sodass ein bisschen... Das wäre kein Problem. Wäre kein Problem. Okay, das habe ich soweit verstanden. Preis, bitte? Ist es jetzt so, dass die warme Luft dann den Heizstab aufwärmt, oder wie ist es? Also die heiße Luft geht ja ins Wasser. Der Heizstab ist zusätzlich, also Heizstab und Luft. Genau. Der ist jetzt elektrisch, falls diese Dieselheizung nicht an ist. So, dann kannst du noch elektrisch zuheizen. Ungefähr die Leistung vom Heizstab, was hat der? Kommt auf das Modell an, 200 Watt, 400 Watt, 500 Watt. Boah, schön, das geht schnell. Also das heißt, ich kann das machen. Ja, so. Wie kann denn warme Luft so schnell das Wasser warm machen? Ja, der ist doch so. Ich meine, wenn du jetzt guckst, wenn jetzt dort ein Wärmetauscher dran ist, der, ich sag mal, relativ effektiv arbeitet, dann geht das ganz gut, oder? Ja, also sei noch einmal kurz ergänzt, wirklich nur mit der Luft Wasser zu wärmen, das dauert. In der Kombination Heizstab und Luft, dann haben wir eine geringe Aufheizzeit. Okay. Aber wenn ich die sowieso laufen habe, ja, dann habe ich immer warmes Wasser. Dann lass uns doch entsprechend auch diese Energie nutzen. Preis ungefähr von denen? Zwischen 1.000 und 2.000, je nachdem, was wir jetzt für eine Variante haben. Also wir sprechen hier wirklich von der Heizung mit den entsprechenden Installations- und Montagezubehör. Also komplett mit dem Teil? Komplett, hier, genau. Alles, was wir hier sozusagen sehen. Es gibt das auch entsprechend einzeln, wenn ich jetzt... Es gibt alles einzeln, je nachdem, was wirklich dann auch gebraucht wird. Also von diesem Set, das sind so die Basics, die jeder zur Montage dann auch wirklich braucht. Ja? Zum Beispiel die Bedienteile, da gibt es unterschiedliche. Auch das ganze Schlauchthema mit den Adaptern. Das, was jeder individuell dann fürs Fahrzeug braucht, gibt es dann auch einzeln bei uns. So, hier vorne ist noch ein bisschen mehr. Was ist das hier? Das sieht auch ganz, ganz spannend aus. Ein bisschen aus Star Wars, ein Staubsauger. Ja, ich habe schon alles gehört von Laubgebläse, Staubsauger. Es ist aber tatsächlich eine mobile Klimaanlage. Echt? Echt, wahr. Nee, jetzt ohne Witz, die macht kalt. Die macht kalt, sozusagen das Gegenstück zur mobilen Standheizung.
So, das habe ich schon gesehen aus China für ein Apple und ein Ei. Die sahen aber immer ganz fürchterlich aus. Die sahen aus wie so ein Mini-PC. Wenn du sie aufgemacht hast, die Ventilatoren haben gehangen. Die Verarbeitung war immer eine Katastrophe. Die Dinger haben auch nichts gekostet. Das hier sieht gut aus. Dankeschön. Das war unsere Idee. Denn den ganzen China-Kram, also nichts dagegen, ich kriege das ja teilweise zum Testen auch geschenkt, ja. Wir mussten so viel nacharbeiten, bis sie denn einmal ging. Das war so. Und da ist die Batterie auch mit drin, in dem Fall? Alles, was wirklich gebraucht wird, ist innen drin. Also sozusagen, wir müssen jetzt hier nur noch Diesel reinkippen und wir könnten loslegen. Krass. Das ist ja Wahnsinn. Preis von der, was kostet was? Fängt bei 1000 Euro an. Je nachdem, was für eine Batterie dann wirklich verbaut ist, geht das bis 2000 hoch. So, und hier, das ist eine mobile Klimaanlage. Das ist wahrscheinlich entsprechende Wärmepumpe. Was ist da drin? Gute Frage. Wir haben es wirklich echt brandneu. Wir sind wirklich hier... Warte mal, ich zeig's mal. 8 ja. Kilo, einfach zum Mitnehmen, ist nicht an die Stromversorgung gebunden und kann überall eingesetzt werden. Das heißt, läuft mit einer Batterie 3 bis 5 Stunden lang und macht richtig kalt, oder wie? Das ist die Idee dahinter, genau. Krass, habe ich noch nie gesehen, sowas. Darf ich die mal runternehmen? Ist sie schwer? Nee, 8 Kilo halt. Ja, danke. Das ist wieder mal. Da ist jetzt eine Batterie mit drin. Wie funktioniert die mit Strom? Genau. Wir können Akkus drunter montieren, um wirklich dann autark, nenne ich es jetzt mal einfach, das Teil einsetzen zu können. Sehr schön. Der stellen wir drauf. Und das, hier sieht man das Ganze, ist denn nochmal angeschlossen. Das ist das Prinzip so ein kleines bisschen. Der ist jetzt ein bisschen größer, ist genauso groß? Ja, der ist jetzt wirklich ein bisschen größer. Das ist die 10-Liter-Variante. Mit dem Unterschied aber, dass es wirklich nur elektrisch ist. Das Ganze jetzt hier aber mit gleich 2 Heizstäben. Okay. Preis von dem, was kostet sowas? Circa 400 Euro. Genau, das wollte ich mal wissen. Es muss ja sicher sein. Ihr seid ja die Inverkehrbringer. Ihr seid ja haftbar in Deutschland für alles, ja. Das heißt, die Heizstäbe müssen funktionieren. Die müssen zuverlässig abschalten, oder? Das ist korrekt, ja. Ansonsten fängt es an zu kochen. Es gibt ein Riesenproblem. All das ist gewährleistet. Ich glaube, da sollte man auch nicht sparen am Geld, wenn dann irgendwas passiert, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Aber kann man sowas auch nachträglich noch einbauen lassen? Also ich habe jetzt irgendwie ein voll ausgestattetes Wohnmobil und jetzt fällt mir ein, oh, das wäre noch ganz cool. Das wäre problemlos möglich. Oder problemlos, in Anführungszeichen, aber es wäre möglich, klar. Sehr cool. Also, Puntmann, Thermboiler, vielleicht nur ganz kurz, vielleicht hatte ich meine Frage nicht präzise genug gestellt, wenn ich jetzt nur den Wärmetauscher haben möchte und ich habe die Heizung schon, es gibt das Teil auch einzeln von euch? Ja, es gibt alles einzeln. Preis von dem einzeln ungefähr, was kostet sowas? Pi mal Daumen, auch so 400, 500? Ja, diese Größenordnung. Will ich haben, muss ich haben für meinen Teil, ich werde euch auf jeden Fall anschreiben. Und dann werden wir mal gucken, was dabei ist. Puntmann, Therm und ja, sind am Stand. Ihr seid recht zufrieden hier. Ihr habt einen sehr guten Stand, also von der Fläche. Ihr seid nicht in der Ecke oder so. Vielen Dank. Wir sind auch sehr zufrieden. Die Leute kapieren, was das hier ist direkt, wenn es aufgebaut ist, die meisten? Die meisten schon, in der Tat. So, vielen Dank, Jared Niemeyer von der Firma Puntmann Therm. Danke fürs Einschalten. Coole Geschichte wieder mal, oder? Ja, absolut. Dankeschön. Ein Boiler für eine Warmluftheizung. Tschüss.